Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Besten Dank, Herr Werli, für die Einführung. Was ich Ihnen heute zeigen darf, ist neu. Das ist ganz neu. Wir sind immer wieder angefragt worden bezüglich bezüglich einer Messtechnik, wenn es schon in der SIA 180 drinsteht, seit 2014, wie Sie vielleicht wissen, dann sollte das doch auch nachweisbar sein. Und zu Deutsch, keine Sau wusste wie. Dato heute, wo ich Ihnen das vorstelle, unser großer Projekttitel aus Deutschland her, der nannten wir dann den RN50-Wert. Das ist eigentlich schon gleich die Endfassung vorweggenommen, weil wir mit x Versuchen gemerkt haben, wie wir zu diesem Wert am stabilsten kommen mit der sichersten Aussage. Und da erkennen von Ihnen Profis im Blower-Door-Bereich sicher schon ähnliche Zahlen im Hintergrund und wissen beinahe jetzt schon, was dahinter steckt. Ich habe da einige Kollegen aus ganz verschiedenen Ausbildungen getroffen. Ich selber bin nicht ein Energetiker, nicht ein klassischer Bauphysiker, sondern habe ein Ingenieurbüro seit 16 Jahren, wo sämtliche Innenraumbelastungen auf Physik, Chemie und Mikrobiologie sich anguckt. Also ich komme Thema feuchte Energie, komme ich meistens von der Mikrobiologie her. Pilze, Bakterien, Allergene sind unser Hauptgebiet und dann muss irgendwo feuchte rum sein. Und so kommen wir zu Gebäudedichtigkeiten, wo wir dann gleich etlichen Büros gleich weitergeben. Bauphysik in die Tiefe machen wir dann nicht weiter. Das ist meine Aufgabe. Und im Thema Physik hat natürlich Radon auch zugehört. Jetzt vielleicht für Sie ein bisschen unbekannter, nur ganz kurz. Was ist Radon in dem Sinne? Es ist ein gasförmiges, radioaktives Nuklid. Achten Sie bitte kurz auf die unteren Zahlen, sofern man sieht, diese Zerfallszeiten. Unter RN222 steht 3,8 D. 3,8 Tage gibt es dieses Radonnuklid und dann zerfällt es wieder. Und wie es dann zerfällt, das ist eigentlich der gefährliche Teil für den Menschen. Sie sehen hier, wie es zerfällt. Also 3,8 Tage lebt dieses Radon als Radonnuklid. Dann gibt es noch 3 Minuten Polonium, bisschen Biel, Bismut, Polonium noch kürzer, in einer anderen Zusammensetzung Biel. Und dann Blei bleibt dann 22 Jahre. Also wir sagen jeweils 4 Tage geht der Zerfall. Und dann bleibt es ein radioaktives Nuklid in Bleiform. Und das ist eigentlich die Gefährlichkeit. Im Moment, wenn ich Radon einatme, weiß ich nicht, an welchem Zeitpunkt der Zerfall jetzt gleich ist. Und wenn es dann eben bei 3,999 Tagen ist und ich atme es ein, dann zerfällt es und da bleibt es 22 Jahre als Radionuklid in meiner Lunge hängen. Und das ist der Auslöser für Lungenkrebs, diese radioaktiv beeinflussten Fehlzellteilungen, die Lungenkrebs auslösen können. In der Schweiz kennt man die Zahl von 5% aller Lungenkrebs-Todesfälle sind auf Radon zurückzuschließen. In der Schweiz spricht man von 10%. Also Nummer 2 der Fassung. Wo gibt es denn dieses Radon? Wir haben Hotspots in der Schweiz, sehr bekannt Kanton Uri, Graubünden, Tessin da vor allem. Die Geologie ist maßgebend. Ursprünglich, Sie haben es gesehen, kommt es aus dem Uran. Uran, ein natürliches Bestandteil in beinahe allen Zusammensetzungen der Gesteine und dementsprechend da, wo es gebirgiger ist, gesteinshaltiger, da hat es auch mehr Radon. Also ich sage immer Schweizer Diagonale, Graubünden, Jura, das sind so die Hotspots mit Tessin auch. Wie sieht denn Thema Radon in der Schweiz aus? Wir sind im Radon-Aktionsplan des Bundesamtes für Gesundheit bis 2020, sind wir jetzt mittendrin. Das heißt vor allem,
Das BAG selber hat in den letzten 3-4 Wintersaisons Messungen gemacht, um ihren Nestpunkteraster klar zu verfeinern. Das hat dann aufgrund der Daten von 2013 die neueste Radon-Karte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ergeben. Die kam 2016, wurde die proklamiert und aus den Daten 2013. Man ist jetzt immer noch weiter dran, Kurzzeitmessungen im BAG zu machen. Betonung auf Kurzzeitmessungen. Sie sehen, weshalb ich das betone später. 2009 hat auch die internationale WHO da ein spezifisches Handbuch von Indoor-Radon-Problematik rausgegeben. Bis anhin war da immer der Grenzwert von 1000 Becquerel pro Kubik als immer einzuhaltender Grenzwert in der Schweiz die Thematik seit 2009 in der Diskussion. WHO hat schon immer von 400 als Durchschnitt gesprochen oder bis zu Einzelwerten 100 eigentlich. Aber in der Schweiz war 1000 Becquerel pro Kubik bis zum 31.12.2017 ist er noch gültig. Und dann nächstes Jahr stellt es um. Zum WHO-Richtwert, ein Jahresdurchschnitt von 300 Becquerel pro Kubik soll erreicht werden. Also die ganze Berechnung ändert und insbesondere auch der Wert ändert. Das hat doch einiges an Umstellung zur Folge. Aber jetzt, bis heute weiß man noch nicht, man hat keine Verordnung, wie beurteile ich es oder gar wie messe ich es denn, wie weise ich die Qualität nach mit einer Messtechnik. Da haben wir im Normengremium die angesprochene SIA 180 seit 2014, wo eben die Sache mit der gesunden Innenraumluft erstmalig verstärkt wurde oder sehr verstärkt wurde, wo man auf VOC, die Ausgasung aus Bauprodukten, was wir im Bauchemieabteilung schon seit Jahren machen, wurde da verstärkt. Oder dann Einhalt oder Fernbleiben des Radons von Innenraum war da drin. Dies über die Gewährleistung der Luftdichtigkeit zu außen oder sicherlich zu Räumen mit erhöhter Radondosis, ebenso wie Feuchte. Das kennen Sie sicher. Jetzt die Messung. Es ist bis dato heute nur eine Messung offiziell anerkannt. Das ist die Messung mit passiven Dosimetern. Sie sehen da ein Teil aufgeklappt, das sind so kleine schwarze Dinge, die Sie in der Heizsaison über Winter mindestens einen Monat, viel besser 3 Monate eigentlich, im Gebäude aufstellen, dann zurückschicken und circa Monat bis 90 Tage zum Teil kriegen Sie Ihr Resultat aus den Laboren zurück. Eben, kann das ein Architekt gebrauchen, der gleich also einen Auftrag kriegt, du, nächsten Frühling beginnen wir das Haus umzubauen, ich will es komplett energetisch sanieren. Denkt daran, kann er das und dann die Abschätzung, altes Haus, neues Haus? Nee. War immer wieder die Anfrage von uns. Deshalb haben wir dieses Projekt gestartet, eigentlich mit diesen Hauptauflagen. Wir wollten eine Messtechnik empirisch, praktisch ausprobieren, die uns die beste Qualität, stabile Werte sagt. Ich kann ein Gebäude messen im Ist-Zustand. Ich kann über Rechenformeln diese 300 Becquerel pro Kubik nachweisen. Ja oder nein und weiß dann schon zu Beginn, okay, wenn ich dieses Gebäude noch mehr luftdicht einpacke, ich habe ein Radonproblem, ja oder nein. Heißt dementsprechend, ich muss da was machen und einplanen während der energetischen Sanierung. Die verschiedenen Normen haben wir angeguckt und ich weise hier auf die DIN ISO, was ja bei Luftdichtigkeitstestungen hier in der Schweiz auch von der SIA dann übernommen wurden oder ersetzt wurden. Verzeihen Sie mir diese Unschärfe, ich bin kein Blower-Dorer. Ich arbeite gern mit Ihnen zusammen, respektive jetzt alles in Deutschland gemacht, aber teilweise habe ich da die Unschärfe der Dokumente drin gelassen. Jo, wie kommt denn Radon überhaupt in den Innenraum? Und da ist der Hauptmechanismus die Konvektion. Also wir haben
Hauptanteil von Radoneintritten immer konvektiv. Das zweite, die Diffusion, und ganz, ganz zuhinterst eigentlich noch ein kleiner Anteil aus wasserlöslichen, also über die Feuchte, kommt zum Teil dieses Gas auch noch mit rein. Feuchte Wassereinteil in der Schweiz doch recht radonhaltig, bringt oder macht für ihre Gesundheit gar nichts, weil dieses Radon ist längstens schon in den Transportwegen des Wassers längstens schon ausgegast, bevor es am Trinkhahnen ankommt. Heißt, die meisten oder die Leute, die überhaupt einen Radon-Dosimeter oder eine Testung machen müssen, sind sämtliche Leute in Wasserwerken. Da hat die SUVA vor etwa 2 oder 3 Jahren begonnen, größere Quellen, eigentlich Quellgebäude, untersuchen. Da haben wir uns gesagt, okay, Konvektion, da gucken wir doch echt, was in der Luft möglich ist, da reinzuziehen in dieses Gebäude. Eine Messung soll übrigens gemacht werden, das ist auch so, man kann beinahe sagen, ein Gentleman Agreement. In der heutigen bekannten Karte Schweiz, wenn Sie ein Gebiet haben, das mittlerer Radonbelastung entspricht, soll an Messungen gedacht werden. Das sind im Kleingedruckten oder gewisse Weisungen des BAGs zusammen zum Teil, glaube ich, Minergi hatte ich auch schon mal sowas gelesen, ab mittlerer Belastung soll eine Messung angedacht werden. Die kriegen Sie raus, einerseits ganz grob über die Karte, andererseits der Karte hinterlegt ist eine gesamte Liste mit Postleitzahlen. Also Sie können online Postleitzahl eingeben, wo habe ich da mein Gebäude, und dann kriegen Sie den Wert in der Gegend, wo Sie Ihre Arbeit haben. Aufgepasst, ich hatte schon in Vaduz, hatte ich schon 2 Gebäude am selben Tag eigentlich zu messen, oder in derselben Woche, muss ich sagen, wir machen 3 Tagesmessungen. In derselben Woche, die waren 1,5 Kilometer auseinander. Das eine hatte 80 Becquerel pro Kubik und das andere hatte 2500. 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Also das ist ein Radonwissen, wo man immer wieder hervorholen darf. Zuerst, weil wir als Projektleiter auch einen Doktor hatten, war natürlich Literaturrecherche angesagt. Der hat dünn und durchsichtig das Thema Radon durchgesehen und hat gesagt, ah, ich bin da nicht der Erste, der so eine Idee hat. Nein, seit 1998 sind immer wieder verschiedene Studien gemacht worden, ganz verschiedene Tests gemacht worden, mit verschiedenen Unterdrücken getestet worden, und das hat dann diese Veröffentlichungen gegeben. Ganz neu habe ich erst, glaube ich, im Vorraum erfahren, dass auch sehr zentral unsere Hochschule von Luzern im Moment wieder an einer Messreihe dran ist, wo Luftdichtigkeiten auch gleich zusammen mit Radon jetzt auch schon abgetestet werden. Also das, was ich Ihnen erzähle, in dem Sinne fließt immer stärker in die Schweiz. Das Grundschema, was wir da gemacht haben, mit dem RN50-Test, wo ich Ihnen ganz kurz heute eben mal zeigen möchte, wie wir abgehen. Eine Blower-Door-Testung, das spare ich mir von A bis Z zu erklären. Auch die Auflagen, die wir jetzt gehabt haben, das ist im Moment im BAG, im BFE, eben jetzt auch mit zusammen mit weiteren Instituten, die Kurzmessungen, eine Studie läuft, unabhängig von unserer deutschen Gruppe eigentlich, ist das peu à peu in Abgleich. Ich habe jetzt erfahren, dass das BAG ein kleines Problemchen hat, und zwar ab 01.01.2018 tritt die neue Strahlenschutzverordnung in Kraft. Da gelten die 300 Becquerel pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt. Sie müssen abwarten 2 Jahre, weil der Umsetzer dieses Werts ist der Kanton. Also in den nächsten 2 Jahren wird ziemlich sicher, oder ist mein Ziel, diese Messung als Norm soweit hinzukriegen. Soweit die zeitliche Auflösung. Was immer sehr interessant war bei den Tests, das ist eigentlich die Sättigungskonzentration oder die Gleichgewichtskonzentration, heißt es ganz richtig, bei verschiedenen Luftwechseln und diesen
50, wo wir da immer genommen haben, den 50 Pascal Unterdruck. Und da sieht man schon, eben, es kommt sehr auf die Dichtigkeit drauf an, in welcher Zeitspanne, dass man diese Gleichgewichtskonzentration erhält. Aus diesen Daten kann ich dann mit einem dreistufigen Rechenverfahren wirklich die Zahlen angeben. Was habe ich da für einen Jahresdurchschnitt zu gewähren? Was habe ich dann schlussendlich, wenn ich das noch mehr einpacke? Noch mehr natürlich, aber wie kriege ich es dann allenfalls auch wieder weg? Dann ein kleines Beispiel in Wohnhäusern, was wir da vorwiegend auch schon mal gemacht haben. Große Gebäude stehen erst noch an. Wie wir etwa vorgegangen sind, das ist dasselbe. Das Wichtigste, deshalb habe ich diese Folie reingestellt, das Wichtigste ist von der Messtechnik. Eben keine Dosimeter einsetzen, wo ich einen Maximalwert über eine gewisse Zeit dann mal eine Spur, eine Kernspur auswerten kann. Nein, es braucht unbedingt die viel höherwertigen, zeitaufgelösten Messgeräte. Und diese Messgeräte sind jetzt auch in den letzten 4 Jahren sehr sprunghaft entwickelt worden und sind schon sehr gute auf dem Markt. Was ich gehört habe, eben ein Kollege von mir mit Handelsfirma, der will gleich eine dieser Serien jetzt auch in die Schweiz einführen. Also man kriegt diese Messgeräte dann auch in der Schweiz. Die Auswertung des Datenmaterials hier ist sehr wichtig. Bei Radonmessungen, ich habe ganz, ganz schnell 3 dB, sagen wir Messtechniker immer. 3 dB in der Leistung, das ist 50% Messgenauigkeit. Ich weiß gar nicht, mit welcher Genauigkeit das Sie operieren, aber wir sehen sehr, sehr schnell bei 50 oder mehr Prozent weg von der Wahrheit, möglicherweise. Und das ist genau, ebenso wie in der Hochfrequenzmesstechnik, das ist sehr genau. Genauer kriegt man es nicht hin. Unter diesem Aspekt bitte auch im Nachhinein solche Sachen noch auswerten. Aber wir sind da schon mit unseren Messungen eigentlich sehr, sehr nah an der Wahrheit, wenn Sie sehen, über Langzeit gemessen, über die offizielle Messung gemessen und dann noch Sommer- und Winterabgleich gemacht in diesen Objekten drin. Da sehen wir viel genauer als die 50%. Gut, das Resümee. Die Radon-Eintrittsrate ist das Hauptentscheidende und Hauptinteressierende an der gesamten Geschichte. Ich hoffe auf die wirklich gute Zusammenarbeit mit Blower-Door-Firmen, weil das den Part, glaube ich, den eröffnen wir nicht auch noch bei der Fülle, den wir schon in der Firma haben. Vielfach ist es auch ein gutes Mittel, wenn man immer wieder mal durch eine Messung über Winter einen bisherigen Grenzwertüberschreitung gemerkt hat, aber dann, wenn man zum Arbeiten kommt, Temperaturen schon wieder wärmer. Also Radonsniffing kann man auch noch viel besser mit Blower Door parallel machen. Da sind die Angaben, die ich schon ein bisschen vorweggenommen habe, die Sie sich gerne auch weiter zu Gemüte ziehen können. Das ist dann schon radonspezifisch. Und dann haben wir gemerkt, nicht alle Blower Door in Deutschland hatten ihr Gerät oder ihr System gleich gut im Griff oder hatten das achtsame Auge, wo muss ich noch was schließen, eigentlich was normal zu wäre. Also eine sichere Messung, normengerechte Messung Blower Door oder Testung heißt es ja, mit unserer Messung soll so sein. Das habe ich vorweggenommen. Da sind etliche Sachen am Tun. Ich denke, innerhalb der nächsten 2 Jahre wird es diese Messnorm jetzt endlich geben. Wir machen sie jetzt schon, bieten sie jetzt schon an Architekten an. Und wir waren nach Sanierung Testmessungen jetzt noch nie daneben. Vielen Dank, sage ich all meinen Kollegen, die seit Jahren schon an dem Thema arbeiten und wir jetzt konzentriert die letzten 1,5, 2 Jahre mitgearbeitet haben. Und insbesondere auch Herr Werli und Herr Blaser, wo ist er, die mich da angestüpft haben. Komm, zeig mal, was machst denn du da Kurliges, wo man zusammenarbeiten kann. Genau, vielen Dank an ihn.